nach Let's Dance aus, Evelyns Handtasche aus Auto geklaut. Das Pech hat bei Evelyn Bordecki, 30, doppelt zugeschlagen. Am vergangenen Freitag musste sich das Reality-TV-Sternchen in der 10. Showrunde von Let's Dance verabschieden. Mit ihrem Tanzpartner Jeleni Vinokurov konnte sie weder die Jury noch die Zuschauer mit ihren Performances überzeugen. Doch gerade als die Blondine ihren Exit verdauen muss, trifft sie der nächste Schlag, ihr Auto wurde aufgeknackt und ihre Handtasche gestohlen. Am Samstagnachmittag wurde Evelyns Mercedes am Düsseldorfer Rheinufer aufgebrochen, wie RTL berichtet. Laut der Bestohlenen liegt der Schaden bei 7.000 Euro. Eine Chanel-Handtasche im Wert von 5.000 Euro wurde mir aus dem Auto geklaut, offenbart die Dschungelkönigin. Auch ihr Portemonnaie samt aller Ausweise und Karten seien weg. Doch nicht nur der materielle Verlust schmerze sie. An der Taske habe ich besonders gehangen, weil sie schwer zu bekommen war und sie zu den wenigen Dingen gehörte, für die ich mal viel Geld ausgegeben habe, schilderte das TV-Gesicht. Evelyn habe den Einbruch bereits bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Sie versuche positiv zu denken, ich hoffe, dass die Diebe schnell gefasst werden.